So, da wären wir wieder. Lassen wir die Zwerge mal ein wenig arbeiten und gucken, wie viele nichts zu tun haben. Ah, es sind ein paar. Was mir jedoch ganz wichtig wäre, wenn wir den Thron und den Tisch fertig bekommen könnten. Gucken wir mal kurz hier auf den Workshop. Der hat nichts zu tun. Das ist ein gutes Zeichen. Und ja, ich sehe schon, hier ist unser Tisch und da ist unser Stuhl. Das heißt, Gerogon kann endlich anfangen mit dem ganzen, mit der ganzen Schreibarbeit. Das heißt, wir drücken jetzt B für Bauen, T für Tisch und setzen einfach hier mitten in den Raum in die Ecke den Tisch. Enter, Enter. Drücken jetzt C für Chair oder Thron. Drücken daneben, Enter, Enter. Und warten, bis das jemand dahin bringt. Die Tische, also der Tisch und der Stuhl stehen jetzt da, können auch schon benutzt werden. Also wenn irgendein Zwerg jetzt was essen würde, dann würde er sich zu dem Tisch da hinstellen und genüsslich darauf sein Essen ablegen und essen. Aber der Tisch gehört noch niemandem. Das heißt, wir drücken jetzt erstmal Q für Gebäude und machen daraus jetzt ein Dining Room mit R. So, das Blaue hier kann man Plus und Minus größer und kleiner machen. Das heißt, wir designieren jetzt einen Raum. Und alles, was innerhalb von diesem blauen Kästchen ist, gehört zu dem Raum. Das ist eine sehr wichtige Funktion, vor allem wenn man später Privaträume designiert, damit halt der Zwerg weiß, was noch zu ihm gehört. Das Problem ist nur, wenn sich diese Felder überlappen, wird der Wert von den darin überlappten Gegenständen verringert. Also sollte man auch wirklich dafür sorgen, dass denn die Räume nebeneinander sind und nicht einfach ein riesig großes blaues Feld, daneben noch ein riesig großes blaues Feld und so weiter. Diese Umrandung wird übrigens automatisch abgegrenzt von Wänden. Also wenn wir jetzt hier und da Wände hätten, dann wäre das automatisch die größte Größe. Es ist ein bisschen so, als wenn man hier Wasser fallen lassen würde. Da wir momentan keine Wände haben, breitet sich das in alle Richtungen aus. Wenn wir jetzt aber hier eine Wand hätten, würde das sich nicht nach unten weiter ausbreiten. Die Fläche des designierten Raumes. Hört sich jetzt vielleicht noch ein wenig komisch an, aber das werdet ihr nachher sehen, wenn wir deren Privaträume aufbauen. So, fürs Erste reicht es, wenn wir jetzt ganz auf Minus drücken und nur der Tisch ist jetzt der Dining Room. Dann haben wir jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Wir können den Tisch einer bestimmten Person zuweisen, was wir auch gleich machen wollen. Wir können den Tisch wieder befreien. Wir können aus dem Tisch eine Meeting Hall machen. Das ist das, was wir hier oben gerne haben wollen später. Eine Meeting Hall ist halt so eine Art Treffpunkt für alle Zwerge, wo sie essen, trinken und Geschichten austauschen. Das wollen wir aus diesem Tisch aber nicht machen. Und dann haben wir noch R, wieder die Möglichkeit, die Größe des Raums neu zu definieren. Wollen wir aber auch nicht. Also wieder Minus, Minus, Minus. Enter. Wir drücken jetzt A für Assign Table, gehen mit Plus auf Gerogon und drücken Enter. Und schon steht hier unten, der momentane Besitzer ist Gerogon Cesral Lord. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Stuhl auch. Wir gehen einfach ein nach links, drücken R für Thronraum oder Study. Machen den Raum wieder ganz, ganz klein, nur auf den Stuhl, drücken A für Assign, Gerogon und er steht hier beim Besitzer. Um rauszukommen, drücken wieder Escape. Und um zu gucken, ob das auch wirklich alles jetzt so geklappt hat und er auch gleich anfangen kann mit seiner Arbeit, drücken wir N für Nobles. Und wie ihr sehen könnt, ist das Require hier nicht mehr rot unterlegt. Das heißt, er kann jetzt anfangen zu arbeiten. Aber damit er überhaupt anfängt zu arbeiten, müssen wir hier auf Bookkeeper gehen. Und hier auf Settings. Bei seinen anderen Berufen, bei Broker und Expedition Leader, ist Setting nicht weiß hinterlegt. Da kann man keine Einstellung machen. Das macht er automatisch. Mehr oder weniger. Bei dem Bookkeeper jedoch kann man einstellen, wie hart er arbeiten soll. Also drücken wir mal S. Und jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Also wir können sagen, er soll wenig arbeiten. Dadurch sind denn die Unterlagen recht unpräzise. Aber er sitzt halt nicht die ganze Zeit auf dem Schreibtisch und kann auch andere Sachen machen. Aber da wir jetzt recht viele Items schon haben, die alle noch nicht gezählt wurden, gehe ich auf Highest Precision. Dann verbringt er echt 95% des Tages am Schreibtisch. Und die restlichen 5 trinkt er irgendwas oder fällt ins Bett. Damit hat er auch nicht wirklich ein Problem. Die Zwerge allgemein haben mit Arbeit nicht wirklich ein Problem. Außer es ist halt irgendetwas sehr, sehr Unangenehmes. Ich glaube, wenn man sie durchgehend an den Pumpen arbeiten lässt, dann werden sie irgendwann krumpig. Aber bei fast allem anderen nicht. So, das heißt, wir haben jetzt eingestellt, dass er schön fleißig arbeiten soll. Escape, Escape. Und dann schauen wir doch mal, ob er auch gleich angelaufen kommt. Und bin ich das? Ich drücke mal V. Ja. Gerogon, Cesrael
Und seine momentane Aufgabe, also das blaue hier, ist Update Stockpile Records. Eine Sache, die man dabei unbedingt beachten sollte, er ist ja auch der Broker. Also wenn später die Karawane kommt und er immer noch am Arbeiten ist, dann wird er auch seine Arbeit weiterführen, weil er ja durchgehend die Unterlagen auf dem neuesten Stand halten muss. Das heißt, wenn die Karawane hier drin ist, müssen wir unbedingt dran denken, wieder N zu drücken und seine Setting auf Lowest zu stellen. Dass er dann auch zwischendurch mal eine Pause macht, um sich mit den Delegierten zu treffen. So, wir hatten in der letzten Folge auch hier oben, eine Etage höher, einen Busch designiert zum Abbauen und der wurde auch schon abgebaut. Das ist sehr schön, denn ich wollte die Erde hier abtragen, damit der Eingang ein bisschen bündiger aussieht. Das heißt, wir gucken uns jetzt den Bereich hier an. Gehe ich also mit dem Cursor. Wo ist mein Cursor? Hä? Bin ich jetzt mit Schugge? Achso, D erstmal drücken. So, also da wollen wir das weghaben. Bis hier. Also geht es eine Etage höher. Drückt nochmal nicht D für Mining, sondern H für Channeling. Channeling baut zwar auch Gestein ab, aber nicht auf der aktuellen Ebene, sondern eine Ebene drunter. Das heißt, dadurch bauen wir so eine Art Graben. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und ziehen das einmal da rüber und hier runter. Gehen wir nochmal eine Etage tiefer. Das heißt, wenn ich nichts falsch gemacht habe, müssten die beiden Blöcke verschwinden und die ganzen Blöcke hier. Kann ich einmal kurz so markieren. Also die müssten weggehen. So, das kann gleich wieder weg. Weil wenn ich jetzt einfach nur hier gemeinert hätte, statt gechannelt, also auf dieser Ebene gemeinert, statt auf der oberen Ebene gechannelt, dann wären zwar die Wände hier weg, aber oben wären die Bodenplatten noch vorhanden. Und das kann dazu führen, dass sie irgendwann einstürzen, weil die hängen ja dann quasi über, weil die Stützpfeiler weg sind. Also bei so einer kleinen Fläche ist das nicht wirklich ein Problem, aber wenn man später mehr abbaut, ohne drunter irgendwas zu haben, dann kann das schon übel enden. Außerdem sieht es einfach besser aus. So, jetzt mache ich mal die Pause wieder aus und hoffe einfach, dass die Miner gleich kommen. Ja, das sieht gut aus. Wer waren eigentlich unsere Miner? Unsere Miner waren Wayne of Games und Tummy. Und ich gehe mal eine Etage hoch, dann seht ihr das gleich. Auch diese Pfeile runter verändern sich automatisch. Das ist relativ neu. In den alten Versionen war das eine Heidenarbeit mit dem Channeling, da nicht automatisch Rampen gemacht wurden und die Zwerge sich dann teilweise selber verbaut haben. Aber gut, das sieht schon einen Ticken besser aus, aber nicht so toll. Heißt, ich will jetzt noch eine Etage höher und das hier wegmachen. Aber da ist ein Baum im Weg. Ah, müssen wir jetzt mal mit D und T den Baum wieder designieren zum Abbauen. Der ist dann weg. Und hier noch ein bisschen. Weil wir kommen hier raus und haben gleich drei Felder nach da frei. Dann will ich auch drei Felder nach da frei haben. Also wir gehen mit unserem Cursor hier hin. Dahin. Und diese sechs hier sollen weg. Also wieder D und H. Eine Etage höher. Und da ist auch ein Baum im Weg. Okay. Das heißt, wir machen wieder D und T. Die signieren den Baum zum Abholzen. Und ignorieren das jetzt erstmal. Das heißt, wir kümmern uns dann erst wieder drum, wenn die ganzen Bäume weggehackt werden. So. Wie sieht es hier draußen eigentlich aus? Ja, es sind noch jede Menge Bäume designiert. Was sagt unser Holzlager? Unser Holzlager sieht sehr gut aus. Das ist doch schön. Oh, wir haben 9 Arbeitslose. Das geht gar nicht. Da designiere ich doch mal eine neue Zone. Mit I. Die mache ich hier hin. So, Enter. Und das ist diesmal keine Meeting Area, die wir ja schon mal designiert hatten, sondern das ist eine Garbage Dump. Das ist nicht direkt Müll, sondern es sind halt Sachen, die man designiert als sie sind nicht wichtig und bringt die bitte an diesen Platz. Das kann man auch ausnutzen, das wollen wir jetzt aber gar nicht. Ich will einfach nur hier ein wenig aufräumen. Das heißt, wir drücken jetzt D, B, D. Das ist Dump. Und damit markieren wir die Steine. Die werden jetzt alle rosa unterlegt. So. Schön alle Steine markieren. Damit die hier nicht so im Weg rumliegen. Außerdem haben denn alle Zwerge was zu tun. Denn jeder macht diese Hauler-Jobs. Das heißt, die Zwerge kommen gleich an, schnappen sich diese Steine und bringen sie zu dem Platz, den wir gerade designiert haben als
Garbage-Zone. So, man kann diese Garbage-Zone übrigens auch neben Löchern designieren, dann schmeißen die Zwerge das da runter, was noch extrem praktisch ist, wenn man wirklich unbedingt innerhalb des Forts bleiben möchte und seinen Müll nicht immer nach draußen tragen. Dann buddelt man einfach ein ganz tiefes Loch und da schmeißt man alles rein. So, damit hätten wir fürs Erste unsere ganzen Chert-Steine waren das, glaube ich. Ja, da kommen sie doch alle angelaufen. Dann haben wir erstmal unsere ganzen Steine hier aus dem Weg geräumt. Und wie ihr sehen könnt, die laufen auch recht langsam, wenn sie die Steine tragen. Also es ist auch realistisch, was das Gewicht angeht. Gewicht ist sowieso ein recht wichtiger Faktor, auch bei den Handelskarawanen. Die können ja eine bestimmte Menge an Gewicht tragen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese Steine mit ihnen handeln würden, dann könnten sie nur 2-3 Steine mitnehmen. Und wir hätten dann dementsprechend wenig, was wir tauschen könnten, weil die 3 Steine halt nichts wert sind. Deswegen tauscht man lieber mit Gegenständen, die wenig wiegen und viel wert sind. Weil davon können die Händler wesentlich mehr wieder zurücknehmen, wenn sie abhauen. So, das sieht doch gleich viel besser aus. Geben wir den Leuten noch mal ein bisschen was zu tun. Also die Masons können noch gleich ein paar Tische bauen. Machen wir hier mal 5 Tische, 5 Stühle. Also einen mit AT und einen mit AC. Bei dem hier unten, der kann mal... Er kann ein paar Stühle bauen. Hatten wir zwar eben gerade schon, aber davon können wir nicht genug haben. Denn wir haben jetzt ja schon eine Menge Zwerge. So, das heißt, wir haben jetzt hier oben 5-5, wir haben hier unten 5-5 und hier machen wir jetzt noch Türen. Noch brauchen wir zwar keine Türen, aber später, wenn dann halt die einzelnen Zimmer für die Zwerge kommen, da wollen wir jedes Mal eine Tür vorhaben. Und auch bei anderen Gebäuden. Das heißt, 5 sollen erstmal reichen. Und dann hätte ich noch gerne Floodgates. 3 Stück. Floodgates sind eigentlich dazu da, Wasser einzudämmen. Und dann kann man die Floodgates mit Mechanismen mit Schaltern verbinden und dann die Floodgates runterfahren und hochfahren, um so das Wasser zu regulieren. Also für geregelte Flutungen von anderen Gebieten. Man kann das aber auch als Mauer benutzen. Und dann will ich hier, einmal hier, wo der Hund gerade ist, und hier so ein Dreierpack Floodgates hinpacken, die wir dann irgendwo mit den Schaltern verbinden. Und wenn ein Angriff ist, können wir einfach die Goblins reinlocken, die Tür zumachen. Und dann haben wir erstmal genug Zeit, um unsere Miliz zu aktivieren. Wovon wir momentan noch gar keine haben, aber darum müssen wir uns dann später kümmern. So, wo wir gerade wieder hier am Eingang sind, sind die Bäume weg? Ne, Bäume sind immer noch da. Aber ja, unser Holzhacker geht erstmal alle anderen Bäume durch, die er vorher schon in Auftrag bekommen hatte. Und wir haben keine Samen mehr für Plump Helmet. Boah, das ist nicht so das Problem. Ich pausiere mal kurz und gehe hoch zu unserer Farm. Oh. Die wurden auch schon abgeerntet. Okay, ich drücke mal ganz kurz Z für unsere Übersicht. Dann gehe ich ein nach rechts und drücke Enter für Kitchen. Und wir sehen hier unten unsere Plump Helmets. Die haben noch Kochen aktiv. Das ist gar nicht gut. Da drücke ich gleich mal C, dass es nur fürs Brauen benutzt wird. Denn wenn man die Pilze zum Brauen benutzt, dann entsteht Alkohol und man kriegt die Samen zurück. Die bleiben quasi in der Destille liegen. Oder in dem Resteverwerter oder was auch immer. Das heißt, beim Brauen bleiben die Samen erhalten. Wenn man die Pilze aber kocht, werden die Samen mitgekocht. Warum auch immer. Und dadurch gehen die verloren. Das heißt, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Man benutzt erstmal seine ganzen Samen, um Pflanzen zu bauen und verkocht dann die Pflanzen. Dann hat man keine Samen mehr, kann nichts neu anbauen und muss darauf hoffen, dass die nächste Karawane Samen dabei hat. Also unbedingt darauf achten, was hier Kochen aktiv hat und was nicht. Pflanzen und Samen auf keinen Fall verkochen. So, drücken wir mal Escape und wie ihr sehen könnt, die Fragezeichen sind weg. Ja, Gerogon war fleißig. Wir haben 41 Stück Fleisch, das ist so okay. Wir haben 96 Trinken, das ist auch so okay. Und andere, das ist fertig gekochtes Essen. Da haben wir schon eine ganze Menge. Und das wird noch mehr werden, denn das Fleisch und den Fisch werden wir zusammen auch noch verkochen zu noch mehr Essen. Also momentan sieht es ganz gut aus. Wo wir gerade hier sind, können wir nochmal auf Stocks gehen. Und auch hier sind alle Fragezeichen weg. Das ist sehr praktisch. Jetzt seht ihr auch hier, wenn man auf Fleisch geht, sieht man hier 41 Stück.
Und rechts haben wir eine komplette Auflistung, was denn alles unter diesem Fleisch hier zählt. Also wir haben 12 Stücken Pferdefleisch, 7 Stücken Jagdfleisch und so noch lauter Einzelteile. Wir haben nur noch 4 Schildkröten über, das ist okay. Wir haben 8 Plum-Hemmel-Spawns. Was mich interessieren würde, wären die Samen. Da scrolle ich mal runter. Wir haben noch 2 Plum-Hemmel-Spawns. Pigtail-Seeds haben wir auch noch. Die wurden noch gar nicht verstreut. Da müssen wir gleich mal zur Farm hochgucken, ob wir die Farm schon eingestellt haben, dass sie überhaupt angebaut wird. Cave-Weed wurde bisher auch erst einer benutzt. Und Sweet-Pots noch gar keiner. Ja, Sweet-Pots wachsen, glaube ich, auch zu recht komischen Zeiten. Da müssen wir mal schauen. Also wieder Escape, Escape. Drücken Q und schauen uns die beiden Felder hier mal an. Ja, ich bin gerade mit A, B, C, D durchgegangen. Nichts davon ist weiß markiert. Das heißt, auf diesem Feld wird noch gar nichts angebaut. Das heißt, wir gucken kurz auf den Stockpile hier, drücken S, gehen mal rauf auf Food und auf Seeds und gucken, was hier angebaut werden sollte. Hier sollten Sweet Pots angebaut werden. Das heißt, wir gehen auf die Farm wieder, immer noch mit Q, drücken A für Frühling und wählen jetzt hier Sweet Pots aus. Dann drücken wir B für Sommer, da wählen wir auch Sweet Pots aus. C für Autumn, da gibt es keine Sweet Pots. Und D auch keine Sweet Pots. Das heißt, die wachsen echt nur im Frühling und im Sommer. Was man jetzt aber noch machen könnte, was ich aber nicht unbedingt machen will, ist, dass wir im Frühling und Sommer hier Sweet Pots anbauen und dann im Herbst und im Winter meinetwegen wieder Plum-Helmets. Das wäre natürlich effektiver. Aber wir haben eh noch genug Platz und ich habe es lieber ein wenig geordnet, dass ich genau weiß, wo was angebaut wird. Das muss aber jeder selber wissen. So, was haben wir hier unten noch? Hier unten haben wir auch noch nichts eingestellt. Denn werden hier die Pigtails sein. Das heißt, wir gehen auf A. Im Frühling wachsen die schon mal nicht. Drücken B. Da sind die Pigtails. Drücken C für Herbst. Da sind auch Pigtails. Und im Winter wächst mal wieder gar nichts. Aber gut, so haben wir jetzt alle 4 Farmen richtig eingestellt. Das heißt, Plum-Helmet-Spawn, Sweet-Pots, Cave-Weed und Pigtails. So. Und da kommen sie auch schon und bauen die Sache endlich an. Schön, schön. Und da ist Gandalf mit seinem Küken. Nee, Akatana mit dem Küken, stimmt. Gandalf hatte kein Haustier. Drücke ich nochmal kurz Z. Enter für Animals. Doch, das ist Gandalfs Tier gewesen. Warum kuschelt das Küken denn mit Akatana? Na gut, stelle ich mal nicht in Frage. Aber gut, hier oben funktioniert alles soweit prächtig. Wir haben auch kaum Arbeitslose, so soll das sein. In der Küche scheint nichts los zu sein. Nee. Dabei haben wir doch so viel Fleisch, das verarbeitet werden will. Also drücken wir A, gehen auf Fine Meal, drücken R. Das gleiche machen wir hier nochmal. Und auf der anderen Seite schmeißen wir wieder die Brauen an. A, B, A, B. Und drücken jedes Mal R, damit das unendlich oft wiederholt wird. Also solange, wie halt Ressourcen da sind. So, hier hatten wir unseren Stockpile für fertig gekochtes Essen. Der scheint sich auch langsam zu füllen. Ich hätte jetzt aber noch gerne einen Stockpile für fertig gebraute Flüssigkeit. Also drücken wir P, F für einen Food Stockpile. Ziehen den hier lang. Drücken wieder Q und S für Settings und machen hier alles aus mit B und wählen nur Alkohol aus, also Trinken aus Pflanzen. Da sieht man hier Zwergenwein, Zwergenale, Zwergenbier und Zwergenrum. Die 4 produzieren wir eigentlich auch nur. Also Zwergenwein wird aus Plum-Helmets gemacht und dann Ale, Bier und Rum aus den 3 anderen. Ich weiß nicht in welcher Reihenfolge. Ich glaube Rum war aus Sweet Pots. Und Bier wahrscheinlich aus dem Weizen und Ale dann die Pigtails. Die ganzen anderen Sachen hier, die könnten wir auch noch aus anderen Früchten herstellen, aber die Früchte bekommen wir nicht so leicht. Also aber die Prickleberries und die Strawberries, die haben wir draußen gefunden. Aber ich werde später nicht mehr draußen rumlaufen und Pflanzen einsammeln. Später werde ich draußen nur noch Goblin-Teile einsammeln. So, das heißt, wir drücken P für Erlauben und Escape. Da wir aber unten noch einen Stockpile haben für Trinken, müssen wir jetzt erstmal kurz runtergehen, drücken wieder Q und S bei dem Stockpile hier unten und deaktivieren jetzt hier das Trinken mit F. So, jetzt müsste das ganze Trinken von hier unten nach da oben gebracht werden. Das sieht schon ganz gut aus. Ich sehe hier ein paar Zwerge, die sich Fässer geschnappt haben. Ja, wird alles schön abtransportiert. Aber ich sehe gerade wieder, wir sind schon weit über der Zeit.
Das heißt, ich pausiere mal kurz, wir machen einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis gleich.